Winter dann? Der Winter ist angebrochen, jedenfalls hier in der Region Silent Mountain, in der wir 10 Gegner in weniger als 40 Sekunden töten müssen, um mit dem Pathfinder von Level 15 auf Level 16 zu kommen. Außerdem dürfen wir einen Kopfschuss aus mehr als 350 Metern vollziehen und dann noch zweimal zwei Kopfschüsse in 3 Sekunden. Ja, das ist richtig, richtig geil. Also, ich freue mich richtig. So, da hinten haben wir einen Gegner. Wie weit ist der weg von uns? Der ist sehr weit weg. Ich probiere es trotzdem. Ich sehe den kaum. Das war kein Kopfschuss. Schade. Aber ich habe ihn getroffen. Gut, ich reiß jetzt erstmal da unten aufs Dach. Denn ich habe mir hier das Gel-Rechenzentrum ausgesucht, um die 10 Gegner zu töten. Natürlich. Das ist perfekt. Danke, Fury. Aber das Problem ist, hier sind keine 10 Gegner. Es sind 3, 6, 7, 8, 9. Plus den einen. Na gut, da ist auch noch einer. Okay. Gut, ich gehe vom Dach runter. Ich renne einfach durch und schieße. Moin. Das wird eh nichts. Treppen. Ich hasse es, wenn Gegner Treppen runtergehen. Was fällt ihnen eigentlich ein? Schade. Dachte gerade schon. Ich renne einfach durch und hoffe, dass es irgendwie klappt. Oh. Ein Treffer macht gar nichts. Oh. Haben wir die... Oh. Ups. Oh, wir haben es geschafft. Nice. Okay, das war schon fast lächerlich einfach. Lol. Okay. Gut, dass ich bin... Ich bin gerade ein bisschen baff. Hui. Ey, was fällt dir eigentlich ein? Ich sehe den nicht mal, verdammt. Jo, wenn der nochmal abdrückt, dann trifft er mich. Ah. Ich sehe nichts. Oh nein, Funker. Funker hat Verstärkung gerufen. Hui. Ja, ich bin gleich tot. Einmal Schnee gefressen. Oh, nein, leg dich hin. Au. Das sollte Schaden anrichten. Au, warum? Warum gehe ich denn aus meiner Deckung raus, während Gegner auf mich schießt? Das war nicht so schlau. Wow, hart verletzt. Ganz hart verletzt. Ganz, ganz hart verletzt. So, komm. So schwer verletzt war ich, glaube schon lange nicht mehr. Andere Waffe. Habe ich die Pistole nachgeladen? Jetzt habe ich es nachgeladen. So, das war der Scharfschütze. Hallo. Gut, den haben wir schön gedoubletappt. Ich denke, das war's hier. Wo gehen wir denn am besten hin? Für einen Kopfschuss aus 300 Metern Entfernung. Den würde ich ja tatsächlich am... Oder 350 Metern Entfernung. Ich glaube, das Höchste beim Scharfschützen waren 250, ne? Oder irre ich mich da? Ich meine, warum... Also wenn das wirklich so ist, warum muss der Pfadfinder besser schießen können als der Scharfschütze? Das ist jetzt was, was mir nicht so ganz einleuchtet. Ich kann mich natürlich auch irren, ne? Immer unter Vorbehalt.
überall piepst, aber da ist einer. Ich müsste aber halt wirklich vorher mal checken, wie der Bullet Drop ist auf die Entfernung. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Danke. Och nö. Ein Dunklikopter. Wo ist er? Da hinten. Gut, Tarnung hat geregelt. Perfekt. So, 350 ist halt immer noch echt ein verdammt weites Stückchen, ne? Das ist schon zu nah. Das ist richtig krass weit weg. So. Bullet Drop checken, wo kann ich den denn dann am besten checken? Am Baum hier vielleicht. Ich sehe nicht, wo er einschlägt. Das war zu hoch. Wir wurden vom Feind erlegt. Das war ein Körpertreffer. Ist mir wurscht. Das war auch ein Körpertreffer. Wow. Wow. Ich habe den nicht mal gesehen, den Fahrer. Ich habe einfach nur Verdacht reingeschossen. Ich habe den Fahrer und den Schützen erledigt. Jeweils mit einem Schuss. Richtig, richtig krass. Naja, gut. Allerdings haben wir hier jetzt natürlich... Aber ich würde tatsächlich genau diesen ein... Ach komm, das Neuladen ist auch ein bisschen cheesy, ne? Ich brauche einen neuen Gegner. Ich brauche einen neuen Gegner. Och nee. Kriegen wir das nochmal hin wie eben? Genial. Fast. Aber der ist aus... Er meinte... Oh, das ist ein vollbesetzter Buggy. Ich finde es lustig, dass die immer alle sofort aus dem Fahrzeug rausspringen, sobald der Fahrer tot ist. Also ich würde dann bei Minigun sitzen bleiben. Einer fehlt noch. Gut. Da ist jetzt noch einer, oder? Ah ne, das ist ein Toter. Gut. So. Wo haben wir denn hier noch Gegner? Piep, piep. Ja, ich glaube, mit der White Hot sehe ich hier am meisten. Das sind, wenn, dann wahrscheinlich alle Entdeckungen, ne? Ach, das Lager ist das. Das ist das Lager, das auch eine PvP-Map ist. Da hinten haben wir einen Gegner. Huch. Habe ich ihn markiert? Ja. Oder auch nicht. Ah, die Markierung ist wahrscheinlich zu weit weg, ne? Stell dir mal vor, du spielst komplett ohne HUD. Also auch ohne die, um dass du irgendwie so einen Gegner so markieren kannst, damit du immer siehst, wie weit der weg ist. Da musst du ja immer mit dem Fernglas gucken. Okay, wie weit ist der Gegner weg, damit du das irgendwie schaffen kannst? Also, richtig doof. Richtig doof, diese... Ach, guck mal, das ist auch ein Gegner. Der steht sogar schön still und ist zu nah. Es ist einfach zu nah. Aufpassen, dass ich da nicht runterfall. Was ist da explodiert und warum? So viel zu, er steht. Aber er ist halt immer noch zu nah. Unten steht auch einer, habe ich gerade gesehen. Ist der weit genug? Ja. Der andere, der da auf dem offenen Feld steht.
Okay. Bitte bleib stehen. Ich sehe denn seinen Kopf nicht mal. Geschafft! Was ein Luckshot! Was ein verdammter Luckshot! Wow! Wow! Was für eine dumme Aufgabe.